Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Unboxing, und zwar von Alreli, oder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die habe ich nämlich angefragt, die haben eine Ladekabel, 20 Watt, oder so, mit USB-C, und da bin ich mal sehr gespannt. Das wollte ich unbedingt testen, weil ich brauche für mein Xiaomi, bin ich jetzt, noch ein schnelles Ladekabel, beziehungsweise ein schnelles Ladegerät, weil den Standard habe ich an der Couch mit 120 Watt, und meine anderen, die sind alle mit 5 Watt oder 3 Watt, und die sind halt ziemlich lahm, und ich bräuchte halt noch eins für am Bett, was halt ein bisschen was schneller ist. Obwohl am Bett reicht auch das langsamer aus, aber am PC oder so, dass es halt dann auch noch eine Variante schneller gibt. Packen wir das mal aus. Hier ist ein gutes Stück. Das ist der Charger. Hier oben steht dann auch 20 Watt, also 20 W und PD. Das werden wir gleich sehen, ob er das wirklich macht. Ja. Das werden wir gleich überprüfen. Weil mein Handy zeigt das ja auch Gott sei Dank an, wie viel Watt da gerade aufgeladen werden. Da kann man das super sehen. Oh, das ist ein schöner langer Kabel. Mit Klettverschluss, damit man Ordnung halten kann. Und ein richtig langer Kabel. Leck mich am Arsch, ist das geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und es sind zwei USB-C-Anschlüsse. Also nicht USB-A auf USB-C, sondern zweimal USB-C. Den schließen wir hier an. Zack. Jetzt müsste ich mal kurz. Oder habe ich. Ach nee, ich habe ja mein Handy hier. Ha. So. Jetzt müsste ich das mal kurz hier anschließen. Gucken, wo ich hier Platz finde. So, da hinten. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, ich muss hier. Erstmal alles wegmachen vom Handy, nicht, dass hier irgendwas angezeigt wird. Aber wir machen das mal aus. So, und hier. Wenn ich den Ladekabel jetzt rein anschließe, wird gleich stehen, mit wie viel Watt der auflädt. Beim Schnellladekabel. Nee, steht zwar Schnellladen da. Aber bei 120 Watt wurde es angezeigt. Steht nur Schnellladen da. Aber mit wie viel Watt jetzt aufgeladen wird, steht leider nicht da. Weil beim Originalladegerät, was beim Xiaomi dazu ist, da steht dann unter dem 54% steht dann 120 Watt. Ist aber schon Prozent hier gestiegen. Och, die Katze schnarcht, Leute. Hier kann ich auch nicht anklicken.
steht jetzt nur leider nicht da. Aber wir sind bei 55% schon. Also 1% gestiegen. In der kurzen Zeit. Also gleich beim Anmachen. Jetzt mal gucken. Ja. Schade. Ich habe echt gedacht, ich kann es euch zeigen. 56%. Wir gucken mal in den Einstellungen. Vielleicht haben wir ja da einen Punkt. Ja, ab jetzt habe ich halt normale. Das ist der Speicher. Sicher wieder herstellen auf Werkseinstellung zurücksetzen. Akku und Leistung. So. Der Ultra-Energiesparmodus ist bei mir logischerweise aus, wenn ich den einschalten würde. Ultra-Energiesparmodus schränkt meisten Strom, bla bla bla. Also ich hätte den Kit 5G und einige Apps würden halt nicht funktionieren, deswegen habe ich das so. Ich habe jetzt, ich habe auch auf Mitte auf ausgeglichen. Ich könnte natürlich auch hier auf Leistung sagen. Oder ich kann halt Energie. Damit kann man sich das dann so ein bisschen. Ja, das steht dann auch welche Zeit, was am meisten läuft bei mir. Ja, also das könnt ihr dann halt, bei euch funktioniert das auch, da könnt ihr das auch sehen. Ja, zum Beispiel Bildschirm, 49 Minuten, Ruhezustand, 21%, Android-System, 11%, WhatsApp, 0,86% genutzt. Ja, ist halt nicht so viel. Ist halt ohne, weil ich eine Nachricht geschrieben habe an meine Mutter. Weil die deutlich Telegram nutzen will. Bis zur vollständigen Aufladung 60%. Gelb, grün. Ich kann jetzt hier nur einstellen, schade. Ich lasse ausgeglichen drin, aber ich sehe jetzt leider nicht mit, wie viel Watt hier beladen wird. Obwohl, ich bin jetzt schon bei 61% in der Zeit, wa? Ich war bei, was waren wir, 55%? Bin ich jetzt bei 61%. In der kurzen Zeit. Also ich würde sagen, das geht eigentlich. So. Alles wieder da. So. Funktioniert alles. So.
Wir sind bei 62%. Ja, mehr kann ich da jetzt leider nicht. Schade. Ich habe gedacht, weil es über diese normalen, weil die normalen 2 und 5 Ampere-Dinger, die werden mir, oder was, werden mir auch nicht angezeigt, aber die 120, und dann dachte ich, alles, was jetzt über diese normale Ladestation drüber hinaus ist, wird mir hier auch wieder angezeigt, aber leider nicht. Aber es funktioniert ziemlich schnell. Wie gesagt, ich bin jetzt schon bei 62% Akkuleistung. Ich mache das meistens halt so, dass die schnelleren Sachen, die mache ich für den Tag, wenn man halt immer wieder braucht, das Telefon. Und ja, im Schlafzimmer, da habe ich eine langsame Variante, da habe ich an der Steckdose so einen USB-Anschluss und da geht von USB auf USB-C-Kabel halt. Und damit, was weiß ich, 2, noch was Ampere, 5 Ampere, also ganz wenig, kommt da durch. Und da lade ich es dann halt über Nacht auf. Das schont nämlich den Akku, wenn man es halt nicht immer so schnell beladet. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Ich werde das jetzt in der nächsten Zeit benutzen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, einen Test zu machen von 0, also Akku 0 bis 100%, wie lange der braucht zum Laden. Da würde ich dann aber ein separates Video zu machen. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.